Willkommen zurück. Hallöchen und willkommen zurück. Ja, genau. Wie wäre es mit etwas frischem Fisch? Zu Final Fantasy 15. Ja, das letzte Game ist ja glorreich abgeschmiert und im Moment habe ich jetzt erstmal herausgesucht, so gesehen, den steigt alle Status für den erhöhten EP-Gewinn um 10%. Und ein LP-Maximum-Boost, das ist natürlich auch nicht schlecht. Angriffskraft 160, LP-Maximum 900, schützt vor Gift. LP-Regeneration, LP-Maximum, Angriffskraft ist natürlich auch geil. Aber nochmal 10% EP-Gewinn? Das ist gar nicht mal so unübel. Versuchen wir es mal. Jo! Ganz wie Sie wünschen. Besten Dank auch, war auch arschenteuer. Guten Appetit! Cheaten aber gut! Achso, stimmt. Wollte gerade sagen, ich krieg den Bonus ja jetzt noch nicht. Okay, das heißt, ab jetzt heißt es, so gesehen, so viel Schnetzeln tun. Nach der Jagd gibt's ein Festmahl. Jawohl, wie möglich. Die Leute sind wieder alle frisch und voll gefressen und wir können jetzt ganz schnell weg. Ganz schnell, auf jeden Fall. Gut, dann kann ich jetzt auch den Timer starten. Eine Stunde und 2 Minuten habe ich ihn eingestellt. So wie ich mich kenne, überziehe ich dann doch sowieso immer und immer wieder, so wie üblich. Naja, wie dem auch sei. Nachts ist es ja im Moment noch nicht. Und von dem her bin ich jetzt echt ganz stark am Überlegen, welche Aufgabe als nächstes kommt. Also irgendwas auf jeden Fall aus diese den... Hitze. Warum ja. Ziehst du nicht die Jacke aus? Nein, die kriege ich nicht mehr aus. Die ist schon festgewachsen. Meine zweite Haut, mehr oder minder. Ab ins Regalomobil. Automatisches Fahren. So, Parkplatz. Aufgabengeziele. Was haben wir denn? Wir haben da hinten die Familienmann. Da wollten wir ja erst später hin. Die Pilgerfahrt wäre eine Alternative. Die Klingen und den ganzen Kram können wir erstmal knicken. Glanz auf Rädern. Müsste ich da oben hin? Nicht die Bohne, ist ganz da hinten. Hallo, Dri? Und Chocobo in Gefahr. Ich glaube, wir machen erstmal den Hallodri. Der ist noch relativ nah dran. Liegen. Okay. So, los geht's. Jawohl. Ab dafür. Und dann kann ich vielleicht auch gleich mal ein paar Fertigkeitspunkte verteilen. Wir haben ja wieder ein paar. Ob da jetzt gleich nochmal die Quest mit dem Foto kommt? Weil die müsste ja theoretisch auch nochmal erscheinen. Das ist ja das, was im letzten Video passiert ist. Das war kurz vor Ende, so gesehen, gab es dann urplötzlich im Tunnel einen Absturz. Nachdem sich die Musik geändert hat, so wie jetzt. Und es urplötzlich düster und mysteriös wurde. Prompto? Was meint ihr, Jungs? Ein Erinnerungsfoto? Ja, klar. Sicher. Zurück. Klar. Nur zu. Okay. Fotoshooting am Kai. Sehr schön. Na dann. Einmal bitte wenden. Bitte wenden. Danke. Und dann kriegen wir hier nämlich nochmal ordentlich EP, die wir auf jeden Fall mitnehmen können. Und dass die sich die Musik wie beim letzten Mal schon wieder geändert hat, das... gefällt mir nicht so sehr. Okay, gehen wir zu Fuß weiter. Jo. Ich bin schon mal los. So mysteriös und düster. Nein, scheiße. drüber herspringen wollte ich nicht. Mach mal ein Foto davon, wie ich mich todesmutig hier in den über die Klippe stürze. Lass uns hier ein Foto machen. Eine gute Wahl. Ja. Also los geht's. Los. Achtung, Aufnahme. Aufnahme, so dreckig wie wir sind. Yay. Freu, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es das gleiche Foto ist. Ich speichere es einfach mal ab. Großartig. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt ja weiterfahren. Das hat nämlich auch noch mal ein bisschen EP gegeben und die 10% extra ist gar nicht mal so unverkehrt.
Wenn wir jetzt so viel wie möglich mitnehmen, automatisches Fahren fortsetzen, jawohl. Lass nichts liegen. Okay. Und so los geht's. Besser ist es auf jeden Fall. Hier, komm, wenden, sofort. Dass der das so dermaßen schnittisch machen kann. Ich bin begeistert. Gut, Planung, Aufgaben. Erstmal das, was wir jetzt hier gerade haben. Dann Chocobos in Gefahr. Anschließend müssten wir gucken, weil oberhalb von diesen Chocobo in Gefahr gab es ja noch eine Stadt. Und in dieser Stadt gibt es auch neue Aufgaben, die wir dann natürlich auch machen können. Das Ende so gesehen dieses Ausfluges wird wahrscheinlich wieder am Galdenkai enden, weil wir dort halt das Hotel haben mit dem doppelten EP-Bonus. Und im Moment ist mehr als genug Kohle vorhanden, um sich diesen EP-Bonus auch zu sichern. Und das ist nämlich genau das, worauf ich abziele. Also wieder mit doppelt XP nach Hause fahren, nachdem die ganzen Aufgaben und sonstigen Tschischi Platz sind. Toll, jetzt ist mein Akku weg. Ich krieg zu viel. Ein Glück fährt das Auto von alleine. Gut, dann muss ich jetzt einmal kurz das Pad wechseln. So, Pad ist gewechselt und wir sind aus dem Tunnel draußen. Und oben auf der Map sieht's toll aus. Ah, guck an, jetzt ist der Rest auch da. Sehr schön. Wohin müssen wir denn? Ein Glück fährt der Penner automatisch. So weit ist es ja eigentlich gar nicht mehr. Nee, könnte man eigentlich hier schon parken? Was ist da hinten? Da scheint es irgendwie so eine Art Haus zu geben. Sieht interessant aus auf jeden Fall. Etwas, wo wir auf jeden Fall noch hin müssen. Und wahrscheinlich auch nochmal insbesondere für eine Quest. Von dem her können wir das eventuell auch noch auf später verschieben. Genauso auch wie der See da hinten sehr nett aussieht. Ach, guck an. Dann parken wir hier. Also los, Bewegung. Jawohl! Heute hü, los geht's. Schwupps. Ein Glück ist es noch Tag. Das heißt, im Moment müssen wir uns auch noch nicht vor irgendwelchen Siechern in Acht nehmen. Der Spaß wird unter Garantie noch später früh genug kommen. Eine winzige Feder. Sehr schön. Und wir haben hier... Oh, hallo. Was zum... Leute, das übernehmt ihr besser. Ja, sicher. Haha, Leben! Wir bekommen Besuch! Ade! Patsch! Der Drückon! Wir sind richtig in Fahrt! Wie, da sind ja noch ein paar mehr! Na los, komm! Mach mal! Bounce! Tschüss! So, wieder einer weg. Sehr getrümmert. Und wer... Ich fass es ja nicht. Baut! Und wow! Kabums! Hoppala! Ich wollte eigentlich die Waffe gewechselt haben, bevor ich das mache, weil ich ja weiß, dass es mir doch viel tut. So, du bist auch weg. Klatsch! Der weg! Bums! Zertrümmert! Und der letzte Schütze. Lebt ihr noch? Ja. Noctis? Gerade noch so. Was heißt gerade noch so? Das war alles getimed. Das war alles so genau wie geplant. Und wir haben jetzt schon wieder fast 1000 EP gemacht. Das ist finde ich... Edelsteine, ich komme. Ungeschliffen sind die Dinger leider nichts wert. Bloß Mineralien. Oh,
Haben wir nicht zufälligerweise noch einen Schleifstein irgendwie so hinten im Regal ja drin? Ansonsten müssen wir es einfach nur unter die Reifen klemmen. Ich glaube, da hinten sind sie. Einfach unter die Reifen klemmen, Gas geben, passt schon. Das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Ja, genau, das sind sie. Hab einen. Hier, oder? Hä? Das ist ein Rohstein? Sieht ja aus wie ein normaler Stein. Okay, weiter geht's. Wie viele brauchen wir? Angelstelle gefunden. Ein Assassinendolch. Und nochmal ein Pop-Eck, wofür auch immer. Falls wir nochmal angeln gehen sollten, irgendwann mal. Gut, die erste Stelle haben wir auf jeden Fall schon mal gefunden. Das heißt, irgendwo hier sollte es dann auch nochmal zu einem zweiten Stein kommen. Die Frage ist halt nur wo. Geben wir ein... Nee. Ich höre Magitech-Motoren. Och, nö. Ich steck dir den Rücken. Ich verlass mich drauf. Bitte, und dann noch ein 100 Fuß dabei. Sehr gut. Komm, machen wir den jetzt hier einfach mal zuerst platt. Pautz! So, zertrümmert. Tschüss, weg. Und ich hab mich voll reingelegt. Pautz! So. Einmal sammeln! Sammelt euch! Läuft! Okay! Was? Wir sammeln uns mittendrin! Bringt's auch voll! Und wutsch! So, einmal schnell rüber. Wow! Guck dich mal an! Kann ich auf den? Der war doch eh schon tot! Naja, egal, gut. Tschüss! Bautz! Peng! Bist ja richtig in Fahrt! Digga! Wenn dann richtig! Tschüss! Los, vorwärts. Nice, nice. Ja. Und es wird langsam wieder ein wenig dunkel. Wie viele brauchen wir denn von diesen Scheißsteinen? Da hinten sind noch welche. Ich hoffe, das sind auch nur diese zwei Stellen. Können wir nämlich gleich zum nächsten Punkt hingehen. Sehr gut. Dann mal auf zum nächsten Stein. Hey, Nacht, über dir! Was? Och, kommt schon! Muss das denn sein? Ich will doch einfach nur diese elende Quest hier zu Ende haben. Was anderes will ich doch gar nicht. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas, was wir mitnehmen können? Nee, habe ich nichts mehr übersehen. Okay, das heißt... Diese Stelle haben wir abgegrast. Haben wir da hinten noch irgendwas? Das ist eigentlich schon außerhalb des Bereichs. Hier hinten hatten wir, glaube ich, sonst auch nichts mehr. Wieso müssen wir eigentlich die Scheiße sammeln? Warum kann er das nicht selbst machen? Und wie viel brauche ich eigentlich davon? Hier oben haben wir auch nichts. Okay, dann heißt es halt doch noch ein wenig mehr rumsuchen. Haben wir da hinten noch irgendwas am See in der Nähe? Hier haben wir nur die Angelstelle. Die bringt uns nicht wirklich viel weiter. Weiter geht's.
Spinnenseide, auch nicht schlecht. Muss man den Mist wenigstens nicht kaufen. Ha! Sieht verdammt nach Rohstein aus. Fertig, Leute. Dinos Aufträge sind schwerer, als man denkt. Ja. Muss ziemlich viel rumsuchen. So, wo sind die Jungs denn gerade eben gelandet? Klappe zu, Monstertruck. Bei der Kröte. Bounce! Komm schon. Kapping! So, sehr schön. Was war das? Heiltrank. Obwohl wir alles geben, scheint's nicht so weit. Nicht, wenn man rumsteht und jammert. Einer weg. Wir sammeln uns neu. Genau. Das ist gar nicht mal so unverkehrt. Und warum zum Ficken haben sie eigentlich alle auf mich abgesehen? Gibt mehr als genug Leute hier. So. Gute Arbeit. Nochmal zwei weg. Und jetzt geht's auf die Kröte. Jawoll. Na, geh weg! So. Ihr haltet erstmal die Schnauze. Ich hab nämlich von euch die absolute Nase voll. Und wieso wird's jetzt auf einmal so hell? Das war doch vorhin so dermaßen dunkel. Egal. Ich kann mich nicht stören. Sehr trüggert! Joy. Bringen wir das zu Ende. Kann mich vielleicht vorher noch mal kurz jemand aufheben? Bitte schön, danke. Ich kann nicht immer für dich da sein. Und tschüss. Ja. Ich komm klar. Das war knapp. Aufgaben. Und zwar, den Halodri haben wir jetzt durch. Dafür müssten wir zurückgehen. Wollen wir aber nicht. Glanz auf Rädern. Der ist da hinten. Später. Nicht die Bohne, zu weit weg. Chocobo in Gefahr, haben wir gesagt, ist jetzt der nächste, den wir machen wollen. Und der ist auf der anderen Seite. Gut. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Zum Glück haben wir da ein bisschen Entfernung bis dahin. Nein. Ich höre sie schon wieder kommen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Das mache ich jetzt nicht mehr. Ey, irgendwann muss es auch mal genug sein. Ich kann jetzt hier nicht die ganze Zeit da rumstehen und die Soldaten praktisch farmen. Ich meine, könnte ich zwar machen, aber so sinn- und zweckhaftig ist das Ganze ja auch nicht. Zurück zum Parkplatz und auf zum Aufgabenziel. Automatisches Fahren. Aufgabenziel und zwar zu Chocobo in Gefahr. Lasst nichts liegen. Genau. Okay. Auch so, keine Gegner. Los geht's. Obwohl, die räumen sich auch von alleine weg. Es wird langsam schon wieder etwas dunkler. Das heißt, die Gefahr ist ziemlich groß. Dass wir es gleich wieder mit Sichern zu tun kriegen. Was ganz toll ist. Freut mich tierisch. Da habe ich jetzt schon wieder Bock drauf. Es ist bisher in den letzten paar Folgen keine einzige Nacht ohne Sicher vergangen. Irgendwo sind die immer aufgetaucht.
Und Trümmerhain, da müssen wir zum Glück noch nicht hin. Das wird wahrscheinlich bald kommen. So, hier ist die Seitenstraße. Da hinten ist auf jeden Fall die Quest. Irgendwo da vorne. Oder eher gesagt, da hinten ist auf jeden Fall eine Stadt, wo wir hin können. Und das ist das erste Mal, dass wir jetzt hier irgendwie eine Seitenstraße fahren und ich sehe nichts, ich sehe gar nichts, ich sehe überhaupt nichts. Es ist die Sonne geht bald unter. Noct, allmählich sollten wir überlegen, wo wir übernachten wollen. Ja, finde ich auch. Nein, finde ich nicht. Das heißt, ich muss bald wieder fahren und der Regalia geht noch weiter kaputt. Ja, so, dann... Okay, gehen wir zu Fuß weiter. Genau, das sollte nämlich reichen hier an Entfernung. Na dann, Jungs, gehen wir mal zu, weil ich hab... Hier müsste es sein. Ausschwärmen, Brüder. Ja, findet den Chocobo. Was ist es? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Woher wusste ich, dass das jetzt kommt? Da freue ich mich drauf. Ja, ich auch. Es wird schon Grund geben, warum wir bei dem bisher noch nichts gegessen haben. Ja, so. Ab in den Suchbereich. Chocobo suchen bei Nacht. Da ist er schon. Ich glaube, ich habe unseren Patienten. Noct, hast du ein Heilmittel zur Hand? Ja, sicher. So. Oh, es hat gewirkt. Pass gut auf dich auf. Oh, schon weg. So. Whis-Bericht erstatten. Das ist praktisch. In diesem Zustand hätte er einen Angriff nicht überlebt. Zum Glück waren wir rechtzeitig da. Das Motor ist sicher auf. Ja, ich ehrlich gesagt auch. Könnt ihr euch später darüber unterhalten? Wir werden hier so gerade ein kleines wenig Z angegriffen. Und ich kriege auch ein klein wenig Z Schaden. Wir sammeln uns neu. Genau. Nenn euch meine durch! Das ist nicht gut! Neu sammeln! Neue Formation! Nein, nicht den! Den wollte ich! Nein, nicht das Vieh! So, noch ein Schütze raus. Sehr schön. Nächste raus. Alles klar? Das war echt knapp. Sammeln! Sammelt euch! Klar. Zur Stelle! So, noch einer. Bleib hier! Sucht er abzuhauen! Tschüss! Gute Arbeit! Den wollte ich eigentlich nicht haben. Auch gut. Noch einer raus. Du bist weg. Wo hast du das denn gelernt? Da würde ich mich auf die Schnauze nehmen. Los! Wir sammeln uns neu. Läuft! Okay! Irgendwo hat man noch hier so... Da! Bounce! So. Tschüss! Die MP-Stase ist doch voll. Dann halt so. Stimmt ja, du hast Insekten.
Ich? Ja, ich kann sie nicht ausstehen. Ich auch nicht. Bäh. Schön. Sammlermünze haben wir auch gekriegt, was auch immer die bringen soll. Auf jeden Fall Kohle. Sollen wir mal das essen? Wie gesagt, die Farmgründe, die brauchen wir allerdings nicht. Jetzt erstmal wieder schnell zurück zum Regal, ja. Und ja, ich weiß, ich muss fahren. Nacht. Nachts ist es zu gefährlich. Ja. Lass uns irgendwo übernachten. Nee! Ich fahr schon. Kein Problem, bin auch fit. Von mir aus. Aber fahr bitte vorsichtig. Naja, weißt doch, wie ich fahre. Alles gut. Manuelles Fahren! Nacht. Willst du wirklich noch fahren? Ja. Es ist ziemlich dunkel. Das bekomme ich gerade noch hin. Ruh du dich nur aus, Ignis. Ich krieg das hin, ohne Probleme. Ich krieg den Wagen auch ganz abhängig kaputt. Siehste? Das krieg ich super hin. Ich bin schon an der linken Fahrbahn. Habe ich mich schon festgefressen. Das gleiche mache ich jetzt rechts auch. Damit es wenigstens symmetrisch aussieht auf beiden Seiten. Da vorne erstmal gleich links rein. Irgendwo da ist nämlich eine Stadt. Oder ich glaube, die haben wir jetzt da. Oder habe ich schon gesehen? Die wollte ich ja eh holen, weil hier gibt es nämlich auch Aufgaben. Einmal parken bitte. Klappe! Oh, tanken können wir auch. Wie wär's mit einer Pause? So, während wir nämlich hier in der Stadt sind, können wir auch ein wenig Zeit schinden. Dann müssen wir uns nicht unbedingt gerade mit den Siechern abfinden. Oder halt rumprügeln, das trifft es eigentlich eher. Hier irgendwo müsste es für uns eine Quest geben. Und es gibt ja auch unter Garantie neue Jagdaufträge. Irgendwas, was man bei Nacht machen kann. Oh, hallo! Oh nein, nicht du schon wieder. Nanu, ihr schon wieder? Ihr habt also den Wert meiner Forschung erkannt. Oh, wie nett von euch! Was? Also, ich für meinen Teil... Alles klar. Eure nächste Aufgabe hatte ich freundlicherweise eh schon vorbereitet. Doktors Gelbfrösche. Okay. Schon wieder Frösche sammeln. Ich werd bekloppt. Na gut, dann geh mal aus dem Weg. Was haben wir hier? Riechsalz! Ist bestimmt toll! Die Sabbeltante lässt einen echt nicht zu Wort kommen. Okay, hier runter. Das sah gerade eben aber schön aus mit dem Hintergrund. Wo der Meteor gerade eben zu sehen war. Wir haben Qualitätsbaustein. Wir finden hier alles mögliche an Kram und haben aber keinen Plan, wofür die ganze Scheiße eigentlich ist. Insofern soll es uns dann auch egal sein. Ich bin gerade am Überlegen, ob diese 10% mehr XP wirklich so dermaßen viel bringen. Hallo, weil Jungs, ich will euch nichts aufdrängen, aber falls ihr gerade nichts zu tun habt, könntet ihr wieder auf Markensuche gehen. Machen wir. Klar, sicher. Zwischen Stein und Fels Erkennungsmarken finden. Ja. Haben wir die Sachen auch mit. Und jetzt geht's noch mal schnell ins Diner. Einmal hinsetzen. Bin ich erledigt. War ein ganz schöner Knochenjob. Achtung, Aufnahme! Oh, großartig! Ja, genau. Ist ja nicht nur das gleiche Vieh wie beim letzten Mal. Aber gut, egal. Die berüchtigte Bestie Nebelauge, verantwortlich für Angriffe auf Siedlungen in Daska, ist erlegt worden. Yeah. Der Behemoth hatte den Ruf, selbst für seine Art extrem wild und gewalttätig zu sein. Es wurden in der Vergangenheit bereits mehrmals groß angelegte Jagden auf die gefährliche Bestie unternommen, die jedoch stets erfolglos blieben. Die Unruhe der Bevölkerung wurde dadurch nur noch verstärkt. Laut der Meldatio-Jägerzentrale ist es vierfähigen Jungjägern endlich gelungen, die Bestie zu erlegen. Berichte über entstandene Sachschäden liegen nicht vor. Yay! Willkommen im Krähennest! Was darf's heute sein? So, dann zeigt mal erstmal Infos zur Umgebung, was wir hier alles in der Gegend haben.
Ah, okay, da hinten müssen wir die Teile sammeln. Na super. Ewig weit weg. Was wollt ihr wissen? Was hast du sonst noch alles in der Gegend? Refugien? Parkplätze? Oh! Noch zwei weitere neue Ortschaften. Oh, wie schön! Ja, da bin ich ja froh. Was hast du denn schon zu essen hier? Nee. Damit ist Spaß garantiert. Der ist nachts zu holen und der ist egal. Nekromant. Stufe 41. Fuck it. Der ist, glaube ich, noch ein, Danke. Man sieht sich. Klein wenig zu viel. Nein, den, Ja. Den könnten wir höchstens... Moment, Justice Monster 5 angekündigt. Kamer hat ein Update angekündigt. Der Kampf für die Gerechtigkeit geht weiter. Sehr schön. Ja, ja, geh nochmal bitte hier außen. Auf jeden Fall verwirrt. Hab euch schon erwartet. Ich kann zumindest mal das Ding annehmen. So. Neues Ziel, neues Glück. Unheimlich. Aha, ha, 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 ha. Ist nachtaktiv. Jawohl, wir haben es ja lustigerweise gerade Nacht. Wie praktisch. Karte. Wo ist denn das Scheißvieh? Da hinten! Okay. Ist eingebettet, zack, bringt der Vara wieder. Regalia, wo bist du? Wir müssen, glaube ich, eh in diese Richtung. Manuelles fahren. Gehen wir. Genau. So, los geht's. Nein, wir gehen eigentlich nicht, wir fahren. Großer Unterschied. Aufgabenziele. Ich möchte. Ja, ist klar, manuelles Fahren. Ich möchte. Mann! Ich möchte eigentlich Aufgabenziele gucken. Dann fahren wir einfach mal in diese Richtung weiter. Und werden unter Garantie gleich ein Licht kriegen. Ich habe da so ein ganz, ganz dummes Gefühl bei, dass da gleich irgendwie ein Licht kommt. Und ich glaube, ich bin falsch gefahren. Aber hier kann ich noch. Und einmal das. Alles war sehr klar. Und der blockiert auch noch die Straße. Okay, Jungs. Vorhang auf. Hoffentlich erwartet uns keine Tragödie. Ich jetzt jedenfalls nicht. Genau, mach den Eiswurmer platt! Jetzt wird's interessant. Konzentration. Eiswurmer zuerst! Der hält mich weniger aus. Lassen wir die Waffen sprechen. Verzeihung. Zack! Tschüss! Weiter so, Nord. Yep. Okay, gut. Kommt doch. Immer schön. Einmal frei kommt doch. Gut, dann haben wir den ersten Angriff nämlich schon mal durch. Oh cool, ich hab bei ihm auf dem Arm gesessen. Ich würde für jeden Gegner die passende Waffe herauf. Okay. Darf nicht bloß nicht. Ad notam. Bonto macht nicht mehr lange mit. Neue Formation. Genau. Zur Stelle. Einmal auffrischen. So weit. Sorry. Aua.
so etwa deine Stärke beweisen? War so nicht geplant. Kann mich jetzt bitte auch mal jemand schwer aufheben? Ja. Verlass dich drauf. Wir sind für dich da. Da bin ich ja beruhigt. Ja, ich auch. Los! Einmal sammeln. Toll, das hat auch sehr viel gebracht. Scheiße. Wir müssen irgendwie mal. Beobachte die Bewegungen deines Gegners. Ja, ja, ja. Und sei vor allem. So, jetzt komm! Das heißt, Elixier, halt die LP und MP vollständig. Sollten wir uns nicht besser zurückziehen? Nein. Wir haben das hier schon direkt kaputt. Das ist jetzt eigentlich die beste Zeit, den anzugreifen. Aua. Los, komm! Durchschuss! Sehr schön, sehr schön. Das hat voll gesessen. Geschafft. Auf ins Regal und Mobil, weiterfahren. Bevor das nächste Vieh kommt. So, los geht's. Die Nacht ist nämlich auch schon fast vorbei. 600 Meter Entfernung. Ob ich das noch passend schaffe? Ich hoffe ja. Vor allen Dingen, das Vieh wird unter Garantie saumäßig hart werden. Und nicht nur das, der XP-Booster ist auch bald weg. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich anstatt den XP-Booster, hätte ich dann doch besser da vorne geht's nach links, gut. Hätte ich dann vielleicht doch besser einen anderen Booster nehmen sollen. Hoppala! Entschuldigung, das tut mir aber leid. Habe ich den Regal ja noch glatt da vorne vor die Wand gesetzt. So, 200 Meter in vorne. Hier vorne müssen wir parken. Raus mit euch. Also los, Bewegung. So. Elixier für Prompto. Bin dran. Nehmen wir das mal. Das ist, glaube ich, gar nicht mal so unübel. Weil das wird jetzt unter Garantie ziemlich böse werden. Und wir müssen uns beeilen. Es wird hell. Heißt nicht mehr lange. Und das Vieh wird verschwinden. Und ich glaube, wir sind genau hier, wo ich nämlich vorhin meinte, oh, da müssen wir unbedingt mal hin. Die Beute ist hier besonders lichtscheu und kommt erst nachts aus ihrem Versteck. Sind die schon weg? Es ist doch nachts! Na toll. Super. Na gut, das heißt, dann können wir wieder zum Regal ja zurück. Dann sind wir doch zu spät gekommen. Schade. Schade, 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 schade. Nicht der Nekromant. Kriegen wir ihn doch nicht zu Gesicht. Na gut, vielleicht aber dann in der nächsten Folge. Das heißt, gut, wenn wir das halt jetzt nicht machen können, dann ist es ja auch theoretisch auch egal, dann brauchen wir auch hier nicht weiter sein. Dann können wir uns den normalen Aufgaben wieder widmen. Dann nehmen wir die dann halt.
Wir haben ja immerhin automatisches Fahren. Wir haben ja immerhin was anderes noch mitgekriegt. So, Aufgabenziel unheimlich ist weg. Aufgaben der Gelbfrösche, das ist nur ein paar Meter weiter. Chocobo in Gefahr wäre da oben. Nehmen wir erstmal das. Für 10 Gel automatisch. Lasst nichts liegen. Okay, los geht's. Blödsinn, ich brauche mal eh nicht. Däh. Vielleicht kommen wir dann ja bei Nacht nochmal vorbei. Das Ärgerliche ist halt jetzt nur wegen dem Elixier. Eigentlich hätten wir es nicht gebraucht, aber... Ignis, halt mal an. Verstanden. Lieber haben als alles andere. Schon wieder latschen. Ja! Oh nein, ich höre was. Aber vorher... Wo sind sie denn? Haltet die Augen auf! Irgendwo müssen die doofen Kröten sein. Blau? Ja? Nein? Nee? Sind die vielleicht in der... Da ist er! Ah, okay, die sind hinter der Umzäunung. Gut. Das heißt, wir gehen dann hier einfach mal absuchen. Nicht schlecht, Nocht! So, der erste von fünf. Suchen wir mal den Rand ab. Da ist der zweite. Hier scheint nichts zu sein. Vorne. Ich höre was. Pass auf, du darfst ihn nicht verletzen. Hab ich schon. Mal drei. Gerade sagen hier irgendwo. Der ist hier irgendwo. Da. Hey, nicht zerquetschen, ja? Vier. Einen noch. Wo ist er? Okay, hier hört man nichts. Können wir hier jetzt mal schnell runtergehen? Was haben wir dann? Schnurhaar? Kristall? Was auch immer sein soll. Königreich für ein Bad. Ach, Klappe. Ja. Hier irgendwo. Muss da sein. Allerdings sehe ich jetzt hier noch nichts. Entfernen wir uns wieder. Der ist... Ah! Fünf! Hab einen! Und so, und jetzt fressen, wie bei Let It Die. Nam, nam. Let It Die, im Übrigen ein ziemlich krankes Spiel, was mittlerweile neu rausgekommen ist. Sagen wir solchen Fröschen? Egal. So, Gelbfrösche. Hey, pass auf, wo du hintrittst. Hab ich doch. War eigentlich geplant, dir in den Arsch zu treten. Damit haben wir die Frösche auf jeden Fall voll. Aufgaben. Was haben wir denn jetzt noch hier? Die,
Familienbande. Pilgerfahrt. Chocobo in Gefahr. Müssen wir da hinten abgeben. Neue Armbrust, neue Bioblase. Wirbelsäge. Nicht die Bohne ist da hinten. Glanz auf Rädern. Und Hallodri für Dingenskirchen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir. Das jetzt, jetzt kommt die ganze Abgeberei. Angeberei. Abgeberei auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier müssen wir jede Menge Quests auf einen Schlag abgeben. Und das am besten so schnell wie nur irgends möglich. Weil der Boni rennt gerade weg. Automatische Fahren fortsetzen. Neuer Tag, neues Glück. Ja. Auf geht's. Einmal wenden, bitteschön. So, das heißt, die Quest abgeben, dann hochfahren, die Quest abgeben. Zu den, bei dem Chocobos dann oben das mit dem glitzernden Teil abgeben. Dann haben wir drei Quests auf einen Schlag weg. Was nun? Was unsere Jagd betrifft. Ja? Ich glaube, wir sind etwas zu früh dran für unsere Beute, oder? Was nun? Machen wir was anderes. Na, dann kommen wir später wieder. Ja, warten ist eh langweilig. Genau. Hat sich der Wagen jetzt in irgendeiner Art und Weise eigentlich verschlimmbessert? So oft, wie ich den jetzt vorhin gegen die Wand gesetzt habe. Ich weiß es nicht. Ich glaube, der sieht noch ein bisschen demolierter aus als vorher. Gucken, wie weit wir den kaputt kriegen. Ich muss da nachher nochmal selber fahren. Oh, der Boni ist fast weg. Das ist nicht schön. Na, wenden. Den kann ich ja... Ach, den kann ich selber auch noch steuern. Peter! Weiter geht's. Ich kann nicht selbst steuern. Das wusste ich gar nicht. Oh, gib Gas! Schnell! Schade. Ich dachte, den kann man überfahren. Aber wisst ihr was? Halt mal an. Verstanden. Wir kommen eh nicht mehr passend zur Quest an. Und wohin als nächstes? Einmal kurz auf die Wiese. Wir nehmen noch vom XP-Bonus mit, was geht. Noch ist er da. Noch ist er da. Das heißt, wenn wir jetzt schnell genug sind, könnten wir mit Glück zumindest noch ein bisschen mehr an Bonis rausprügeln. Wow! Jawohl, verschmettert. Sehr schön. Haben wir alle? Nee! Och nee, ihr kommt unpassend! Ihr habt jetzt nicht gefragt! Sammelt euch! Zur Stelle! Die tun weh. Oh. Nimm's mir nicht übel.
Sterb mir bloß nicht. Not haben. Noch einer raus. Mit Vergnügen. Komm da noch! Das hat alles im Griff! Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. 13.000. 5.000 XP gemacht. Hey! Klappe! Ich lauf her, wo ich will! Verstanden? Toll. Da wollte ich jetzt auch nochmal das Schwert draufhauen. Funktionierte nicht. Automatische Fahren fortsetzen. Gut. Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Ja, der XP-Bonus ist leider jetzt futsch. Bisschen schade. Aber was ist das denn jetzt hier eigentlich? Das ist mir vorhin in der Nacht gar nicht aufgefallen. Das sieht ja geil aus. Kann man da irgendwie drüber herlatschen? Lasst uns bald mal eine Pause einlegen. Nein! Hab einen Brand wie ein Garula. Klingt nach einem Grund für einen Boxenstopp. Klingt nach Verschwendung von Zeit und Geld. Genau. Das heißt, wir brauchen noch keinen Stopp. Auf jeden Fall nicht. Wir geben jetzt hier erstmal die Quest ab. Und dann gucke ich gleich... Noch, Narf. Narf! So, jetzt. Dann gucken wir gleich mal, was es da noch Schönes zu essen gibt. Zumindest ein kleiner... Schub wäre gar nicht mal so unübel. Ich wollte mal die andere Jagdaufgabe versuchen. Toll, wie bist du denn schon so schnell hochgekommen? Oh, wunderbar. Vorbildlich konserviert. Hier ist euer Lohn. Jetzt kann ich es kaum erwarten, meine Forschung zu beginnen. Frisch in Essig eingelegt. Aufgabe abgeschlossen. Wow. Das nenne ich mal ordentlich. Gut, aus dem Weg, Jungs. Wir haben die Quest fertig. Punkte haben wir ziemlich viel. Essen! Willkommen! Wir brauchen etwas... Seid ihr hungrig von der Jagd? Ja, auf jeden Fall. Hier kommen Angriffskraft und Verteidigung. Das ist eigentlich ein sehr schöner Boost bisher immer gewesen. Ich beeil mich. Das sieht schmackhaft aus. Dankeschön! Sehr schön! Danke. Man sieht sich. Ich lasse das Vieh jetzt trotzdem einfach mal... Obwohl, ich kann ja mal gucken, wo es ist. Hab euch schon erwartet. Darf's was zu essen sein? Da nicht die Speisekarte. Blödsinn. Jagdaufgaben. Könnt ihr das hier übernehmen? Zeigt mal bitte, wo... Besten Dank. ...das Vieh gerade ist. Ansonsten... Okay. Ich drück euch die Daumen. Es gibt ja noch in der alten Gegend, so gesehen, auch noch jede Menge Viecher. Zwischen Stein und Fels, nee. Nein. Chocobo in Gefahr, scheiße. Glanz auf Rädern. Wo ist das Ding? Da ist es. Okay, Jungs. Oh, geh mir aus dem Vieh. Du bist befremdlich, Noct. Ich bin nicht befremdlich, du bist mir einfach nur im Weg. So, Aufgabenziele. Entweder... Nein. Nicht entweder oder, sondern dahin. Direkt zum Ziel reisen für 10 Gil. Ja. Ausnahmsweise kann man das ja mal machen. Aber auch nur deswegen, weil ich gerade gute Laune habe. Weil ansonsten würde ich das nämlich nicht machen, getun. Ich sehe gerade, die Stunde ist eigentlich jetzt schon wieder fast um.
bisschen früh eigentlich, jetzt schon abzubrechen. Ich wollte nur so viel machen. Verdammte Hacke. Okay, gehen wir zu Fuß weiter. Ja. Aber schnell bitte. Viel Zeit haben wir nicht. Das Vieh will ich noch platt haben. Und dann mache ich mich schon mal auf den Weg praktisch zum nächsten Ziel hin. Speichere kurz und anschließend Speichervorgang. Oh, wie schön. Das ist ja nett. Guten Tag. Tschüss. Noch mehr? Überraschungsangriff. Weg. Baut. So. 17.000. Boah, wenn das nachher ein Doppler wird. Das wird wieder so ein Aufgabenvieh werden. Oder eher gesagt, wieder Not. Etwas werden, wo wir... Ich höre Magitech-Motoren. Och, nö! Nicht jetzt! Es ist der falsche Zeitpunkt für so eine Scheiße. Ich bin auch gerade ein bisschen vergiftet. Deswegen leuchte ich so komisch grün. Na los, kommt runter. Wirklich? Schon wieder? Ja. Bounce! Bam! Gut. Kannst du mich mal kurz? Gegen her! Kann mir irgendwer von euch helfen? Dankeschön. Okay, gut, Heiltrank, gleich nochmal. Mach ich das jetzt erstmal selber. So, jetzt nehme ich mir da. Scheiße, das war der falsche. Ich wollte niedergeworfen eigentlich haben. Egal. So, du bist erstmal weg. Neue Formation. Okay. Du bist raus. Zwei raus. Drei weg. Tschüss. Ach, noch einer. Das war knapp. Das war hart. Geschafft ist geschafft. Das war lustig. Ach scheiße, ich hab die Klinge drin. Ich hab mich schon gewundert. Scheiße, warum verliere ich denn auch so viel Energie die ganze Zeit? So. Die nächsten Viecher müssten hier irgendwo rumlümmeln. Wahrscheinlich hinter diesem Stein. Oder im Krater selbst. Da unten sind die Pokémon. Nackt, da oben! Feinde! Och nee! Leck mich! Wir gehen jetzt auf Pokémon-Jagd! Noch ein bisschen warten. Noch ein bisschen warten. Noch ein bisschen warten. Scheint, als wären wir fündig geworden. Lass mal kommen. Fang mal an. Toll. Gar keinen Schaden. Das wird sehr lustig werden. Kann mal jemand pronto schnell helfen, aber pronto. Wir sammeln uns neu. Klar. Zur Stelle. Okay.
Nee, ich wollte den hier. Bleibst du? Da. Das kommt einmal jetzt von hinten drauf, schnüppeln. Das ist halt so, dass es richtig hämmert. Oh nein, 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 nein. Das sieht nicht gut aus. Ah! Alles klar. Das war echt knapp. Wie geht's? Ich Schlag machen. Neu aufteilen. Oh Gott, ey, die halten was aus. Überraschungsangriff. Immer mal schön von hinten drauf. Oh, jemand hier bei diesem dicken hier. Wie hier. Kurz. Hilfe! Ich bin weg! Konzentrier dich auf den Feind. Aua! Mist! Nein! Durch, ich komme. Ich kenne meine Grenzen. Moment. So gültig. Ja, so bin ich. Wir sammeln uns neu. So. Der hat noch zu viel Leben, der hat noch zu viel Leben. Die haben alle noch so dermaßen. Sagen, einer von denen ist ja so gut wie tot schon, aber es bin ja ich. Dann sich jetzt erstmal den passenden rausziehen. Ist echt so eine Sache. Aufpassen, sonst war es das für uns. Noch besteht Hoffnung. Genau, noch haben wir eine Hoffnung. Aber zwar nur eine ganz kleine, aber es besteht Hoffnung. Ich zerschmettere dich! Weg auf! Kein Problem. Oh nein, Prompto ist natürlich schon mal im Arsch. Das ist ganz toll. Oh, Final-Elixier. Heilt LP und MP. Nee. Oh oh! Scheiße! Und damit ist die Stunde um eigentlich. Aber egal, gut. Das ist jetzt halt ein bisschen doof gelaufen. Nacht! Ich brauche Hilfe! Ich merk's! Wo seid ihr denn die alle? Toll, ich kann den Durchschuss gar nicht mehr machen. Derartige Probleme habe ich nicht vorausgesehen. Ja, ich auch nicht. Also, dass es hart wird, ja, aber so hart. Neue Formation. Läuft. Yep. Aber mittlerweile ist es nicht mehr so dermaßen schlimm zum Glück. Warum auch immer, es ist aus dem Grund, es ist leichter geworden. Liegt wahrscheinlich daran, dass Prompto jetzt kaputt ist. Kennt man ja, ne? Manchmal, wenn so manche Leute weg sind, die einen dauerhaft nur Probleme machen, wenn man nicht mehr auf die aufpassen muss, dann wird es auch weitaus einfacher. Ich will dich jetzt down sehen. Nein, nicht der! Der Falsche, das ist doch irgendein, da ist er. Hier, den! Der ist so gut wie im Arsch. Aua. Gladius!
Kannst du mal bitte mir kurz... Deinetwegen kämpfen wir. Dankeschön. Ich ganz bei der Sache. Ich es. Ich vergnügen. Ja, voll. Bleibst du... Lass mich zufrieden. Den will ich hier. So, der erste ist schon mal down. Ignis! Wir sammeln uns neu. Klar. Okay. Das ist gut. Wenn der erste down ist, dann sollte ich jetzt ein bisschen schneller gehen. Die anderen sind mir schon alle zur Hälfte angeschlagen. Fuck. Ja! Ignis! Alles klar! Vorsicht! Lass mich zufrieden. Ich wollte euch doch nur in Ruhe töten. Nein, das war der Falsche. Und rauf. Ich zerschmettere dich. Schön. Einer wieder weg. Kein Problem. Der jetzt. Gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Noch einer raus. Wenn der erste fällt, dann fängt es dann langsam an. Dann scheint es sich jetzt hier auch jetzt langsam mal ein klein wenig zu legen. Derartige Probleme habe ich nicht vorausgesehen. Wow. Euch zu kennen, Leute. Das hat gesessen. Okay, zwei Stück sind's noch. Aua. Warum glaubst du, ist sonst ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt? Kann mir mal jemand mit mir helfen? Vorsicht! Gerade noch rechtzeitig. Ja, das wäre es nämlich jetzt fast gewesen. Das wäre nämlich ein bisschen doof. Komm, nehmen wir nochmal ein Elixier. Das sollte mir jetzt eigentlich auch reichen, so gesehen, an dem, was wir nehmen sollten, müssen, wie auch immer. Und, wow, jetzt setzen wir nochmal einen hinterher. Mit Vergnügen! Nöch, falsch erwischt. Oh, immer schön weiter von hinten drauf prügeln. Ja, aber scheiß Dinger. Panzer! Ich zerschmettere dich! Ich auch! Aua. Fast. Sieht nicht gut aus. Fast. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Das haben wir gleich. Aber nicht auf den. Auf den. Sonst weiß das für uns. Noch besteht Hoffnung. Tschüss. So. Das ist der letzte. Das heißt, er aufknockt. Oh. Epi, Pöppi, du schnell mehr auf. Gefahr. Gladio. Genau, tötet euch gegenseitig. Scheint ihr auch Spaß dran zu haben. Woll. Oh. Ignis, los! Sammelt euch! So war das nicht geplant. Okay. Sammelt euch hinter und dann drauf! Unterbleibt ihr! Weil jetzt unsere Chance!
Solange das Vieh jetzt am Rumgaloppieren ist. Oh. Kann mir mal hier jemand noch mal kurz helfen? Dankeschön. Oh, was zittert der denn so komisch? Sammelt euch! Genau! Ich hab noch keine LP mehr. Aber scheißegal. MP habe ich auch nicht. Macht's tot. Müsst ihr jetzt alleine schaffen. Mann, reiß dich zusammen. Ja doch. Das war gut. Das war gut. Zertrümmert. Auch gut. Dunkel, das ist nicht gut. Jetzt! Nacht! Ich höre Magitech-Motoren. Das war knapp. 1700. Drachenzahn. Gelbsteinmineral. Oh! Als wären wir fündig geworden. Ist ja alles so schönes Rumlicht. Was haben wir hier? Mit Vergnügen! Oh nö! Das sieht nach ordentlich Ärger aus, Leute. Leicht werden wir diesem Gegner nicht beikommen, fürchte ich. Kabaut! Ich fürchte aber auch, dass wir bei diesen Viechern nicht allzu sehr weit kommen werden. War so nicht geplant. Einfach nur mit dem Hintergrund. Wir sammeln uns neu. Klar. Okay. Einmal das und dann geben wir nämlich einen taktischen Rückzug ein. Oh, die ist scheiße. Die Viecher sind auch wieder neu da. Oh, nee. 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 Zu doof. Ist mir viel zu doof. Jungs, Rückzug. Ganz schnell. Da habe ich jetzt mal gar keinen Bock mehr drauf. Oh Gott. So, eine Regalia ist da hinten irgendwo. Ganz, ganz, ganz weit weg. Egal, wir haben das Ding auf jeden Fall fertig. Der Rest, der da jetzt rumlag, den habe ich jetzt einfach mal liegen lassen. Scheiß drauf. Oh nein. Jungs, hier gibt's was zu tun. Fein, dann kümmere dich drum. Nun, okay. Ich hab das nicht gedacht. Ich hab doch jetzt... Bounce! Jawohl! Keine Ahnung, inwiefern ich jetzt schon wieder überziehe. Ich überziehe auf jeden Fall, das weiß ich ja schon. Die Frage halt nur, wie viel. Gladio hat's drauf! Gladio, der Held. Gladio, der Angeber. Klingt, als würd's dir blenden gehen. Sagt er aber auch jetzt nur hey, gerade im Moment. Über dir. Och nee, ey, komm! Drauf geschissen! Die hauen hier ab. Ich hab da jetzt keinen Nerv mehr drauf. Los, komm schon. Ich bin jetzt nur noch. Ich will nur noch weg hier und die Sachen wegbringen. Also von dem her, es geht jetzt auch. Aufgaben! So. Pilgerfahren, das ist so weit weg. Chocobo in Gefahr ist da hinten. Wir nehmen jetzt praktisch das Ding als Wegweiser. Einsteigen. Ignis. Noct. Nachts ist es zu gefährlich. Lass uns irgendwo übernachten. Nein! Kein Problem, bin auch fit. Es ist zu früh! Von mir aus. Aber fahr bitte vorsichtig. Richtig. So, und an dieser Stelle manuelles Fahren. So, einsteigen. So, los geht's. An dieser Stelle mache ich erstmal einen Break und speichere. Ich sage auch nochmal, scheiße, ich kann nicht speichern. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis morgen.